Heute kannst du wieder im Schwimmbad spielen gehen. Zu gefährlich. Was ist passiert? Wie man richtig im Floaty sitzt. Wenn du schnell bist, ist noch Platz. Wenn du langsam bist, ist er weg, Wulfo. Oh? Oh! Wow! Oh. So cool! Lass mich auch einsteigen. Nein, dieses Floaty ist nur für zwei Personen. Mal sehen, was die Folgen dieser Anstrengung sind. Ich habe dir doch gesagt, dass es nur für zwei Personen ist. Zu viele Leute auf einem Floaty ist nicht sicher. Lasst uns mehr Floaties mieten. Bitte beachte die Anzahl der Personen, die auf dem Floaty sitzen dürfen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Oh, Lucy, lauf nicht auf die Luftmatratze, es ist zu gefährlich. Lucy, pass auf! Lucy, stell dich nicht so auf den Schwimmreifen. Das ist gefährlich. Was ist die zweite Lektion von heute? Kannst du sie wiederholen? Tut mir leid, dass ich dich geärgert habe, Lucy. Woher kommt das Wasser überall im Haus? Schwimmen auf dem Dachboden. Hey! Diese Geräte sind nicht zum Spielen da. Richtig. Fasst die Gegenstände im Labor nicht willkürlich an, Kinder. Papa, lass uns dir helfen, sie auf den Dachboden zu bringen. Hilfst du deinen Eltern oft beim Hausputz, so wie Wulf und Kasper? Hallo? Kannst du erraten, was sie als nächstes tun werden? Hey,
Was macht ihr da, Kinder? Hey! Hey, Kinder! Oh nein! Zu gefährlich! Wenn er in den Strudel geraten würde, würde Kasper verletzt werden. Wie jetzt? Papa, rette uns! Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Es tut mir leid, dass ich dein Haus kaputt gemacht habe. Macht selber sauber und tut es nie wieder. Ja, ja. Benutzt nicht Dinge anderer Leute, das ist nicht gut. Wenn du etwas Fremdes benutzen willst, was musst du als erstes tun? Also, Frau Unbekannt schwimmt allein in einem Pool? Schwangere Mutti geht schwimmen. Mami, lass uns schwimmen gehen. Ja. Oh, Mami Wolf ist schwanger, aber kann sie noch schwimmen? Warte! Wolfe hat Angst, dass Mama fällt, Leute. Wolfe hat auch Angst, dass Mama ertrinken könnte. Ich weiß schon, wie man schwimmt. Also, auch wenn mein Bauch größer wird, kann ich ganz normal schwimmen. Oh je, was kommt denn da? Gefahr! Oh nein! Es tut mir leid. Mami! Es stellte sich heraus, dass Wolfo mit Mama schwimmen wollte. Aber nein! Hör auf! Wolfo, sei vorsichtig! Wolfo, Mami Wolf, geht es euch gut? Lass uns warten, bis der Pool weniger voll ist, bevor wir wieder schwimmen gehen. Mama, warum gehst du nicht zu ihnen? Schwimmen ist toll für werdende Mütter. Aber zu schnell schwimmen schadet dem Baby. Mal sehen, wie es dem Baby jetzt ergehen wird. Sei nicht traurig. Ich kann immer noch vorsichtig schwimmen. So, das ist das Ende der Folge. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Hey! Verloren im Wasserpark. Was sollen wir tun, wenn wir uns verlaufen haben? Oh, Panda hat den Ball zu weit auf die andere Seite des Beckens geworfen. Aha!
Oh Mann, Wohlfußballannahme ist so schwierig. Oh nein! Zum Glück hat ihr den Ball endlich erwischt. Aber wo ist das? Oh nein! Wo ist Wulfu? Er sucht schon eine Weile nach seinem Ball. Wulfu! Wulfu! Achtung bitte! Ein 5 Jahre alter Junge namens Wulfu wird vermisst! Hey du! Hör auf zu rennen! Achte auf deine Schritte! Hey! Bist du Wulfu? Sie suchen nach dir! Ich bringe dich jetzt in die Sicherheitskabine! Wulfu kennt diese Person nicht! Hüte dich vor Fremden! Hey! Ich werde mit ihm gehen. Denkt daran, wenn ihr euch verirrt, haltet Ausschau nach einem Wachmann und folgt auf keinen Fall Fremden. Kann ich darauf gehen und meine Mami suchen? Mami, ich bin da! Aha. Wulfu. Vielen Dank. Du sollst nicht alleine herumrennen. Es tut mir leid. Was ist das, das sie so aufgeregt macht? Lange Beine im Schwimmbad. Mit diesen langen Beinen komme ich leicht in das große Becken. Braucht Wulfu deshalb diese langen Beine? Wulfu! Wir müssen in einem altersgerechten Becken schwimmen. Deine langen Beine sind nutzlos. Das ist nicht wahr. Sie sind wirklich cool. Eins, zwei, drei, los! Wie wird Wulfu die Stärke seiner Beine zeigen? Komm schon, lasst uns auf der Rutsche spielen. Hey! Beeil dich, Wulfu! Lange Beine helfen Wulfu überhaupt nichts. Ich will nicht mehr spielen. Oh!
Oh nein. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Beine so nervig sind. Das liegt daran, dass sie nicht zu deinem Körper passen. Die Dinge, die zu dir passen, sind die besten, oder? Wulfu, hallo! Der Pool ist zu groß. Wulfu kann nicht schwimmen. Lasst uns gemeinsam schwimmen lernen. Wulfu, es gibt einen Schwimmwettbewerb im Schwimmbad. Willst du mitmachen? Ja! Aber Wulfu, du kannst doch gar nicht schwimmen. Du warst noch nie in einem Schwimmbad. Vertrau mir, ich bin ein guter Schwimmer. Oh, das Schwimmbad im echten Leben ist ganz anders als im Spiel. Ich werde hier stehen und zusehen. Geh ruhig schwimmen. Komm schon, komm schon. Wulfu ist immer noch ängstlich. Stopp, schau. Oh mein Gott, schwimmen ist nicht so einfach, wie Wulfu denkt. Oh nein! Mach dir keine Sorgen. Lern einfach schwimmen und übe fleißig. Dann kannst du bald alleine schwimmen. Ja! Lasst uns mit Wulfu schwimmen lernen, Leute. Zuerst müssen wir lernen, unter Wasser die Luft anzuhalten. Dann gibt es Schwimmzüge. Wer wird der Erste in diesem Wettbewerb? So neugierig. Hurra! Dank der unermüdlichen Bemühungen schwimmt Wulfu fließend und gewinnt. Welchen Unfug treiben Piggy und Bufo im Schwimmbad? Kinder sind nicht erlaubt. Mal sehen, was die heutige Stunde im Schwimmbad bringt. Oh mein Gott, weil er so mit Spielen beschäftigt war, hatte Wulfu keine Zeit, den Schwimmer auf seinem Arm anzulegen. Was? Was hat Wulfu vor, um das Spielzeug auf dem Grund des Schwimmbeckens der Erwachsenen zu holen? Nein! Oh, siehst du das?
Wir müssen laut Vorschrift in einem altersgerechten Schwimmbecken schwimmen. Ansonsten kann das beängstigende Folgen haben. Geh nicht in das Schwimmbecken für Erwachsene. Geh zurück zu dem kleinen Pool. Ich werde das Spielzeug holen. Kannst du erraten, was dieses Schild bedeutet? Sind Wulfus Fantasie und die Realität dasselbe? Los! Springen, springen, springen! Springen, springen, springen! Springen, springen, springen! Das Kinderbecken ist wirklich sehr flach. Wenn du mit dem Kopf voran eintauchst, könntest du dich verletzen. Hast du verstanden, was Wulfus Vater gesagt hat? Es ist tabu, kopfüber in ein Kinderbecken zu springen. Kommt, wir gehen ein Eis essen. Wenn du ins Schwimmbad gehst, denk bitte daran, vorsichtig zu sein. Oh, ein Schwimmbad in einem Aufzug? Schwimmbad im Aufzug. Wow, dieses Hotel ist so gut. Es gibt sogar einen Swimmingpool auf dem Dach. Wulfo und Lucy sehen so begeistert aus. Aber oh, die Realität ist nicht so, wie man sie sich vorstellt. Was sollen sie tun? Hier ist es heute zu voll. Lass uns ein anderes Mal wiederkommen, okay? Ja. Nun, Lucy hat sich überlegt, einen Swimmingpool im Aufzug zu bauen. Was hältst du von Lucys Idee? Nein, man kann kein Schwimmbad in einen Aufzug stellen. Weißt du warum? Sieh mal, dann kann niemand mehr den Aufzug benutzen. Ihr solltet nicht da drinnen spielen. Weißt du, was passiert, wenn du einen Swimmingpool im Aufzug baust? Ja, ich hab's verstanden. Die kaputten Wasserrutschen.
Hier, schau mir zu. Gibt es hier jemanden, der Angst hat, die Rutsche im Schwimmbad herunterzufallen? Hebt eure Hand. Wo warst du so lange? Hey, ich war zuerst hier. Es ist gefährlich. Nicht drängeln oder schubsen auf der Rutsche. Tut mir leid, lass mich dir helfen. Gemeinsam Spaß zu haben ist immer noch das Beste. Oh. Papa, können wir Eis essen? Bleibt dicht bei mir, Kinder. Sie haben vergessen, was Papa Wolf ihnen gesagt hat. Kinder! Papa, sieh uns an! Weißt du, was die Konsequenzen ihres Handelns sind? Eins, zwei, drei! Wenn du ein Reparaturschild siehst, darfst du nicht hinein. Das wäre gefährlich. Dass ich hier ohne Erlaubnis reingegangen bin. Huch, wie konnte das passieren? Der einsame Schwimmer. Lust auf einen Wettbewerb. Es scheint, dass sie sich alle ausruhen wollen, Wulfo. Ich gebe ihn zurück, wenn du gewinnst. Oh nein. Nimm das! Du darfst nicht mehr in meinen Pool! Deshalb muss Wulfo also alleine schwimmen. Wow! Mal sehen, was Wulfo tun wird. Wulfo hat seine Freunde wieder wütend gemacht. Heiliger Bimbam, Wulfo steckt jetzt in großen Schwierigkeiten. Hey, der Pool ist undicht. Hm.
ungezogen von dir, Wulfu. Es tut mir leid, dass ich unseren Schwimmtag ruiniert habe. Ist schon in Ordnung. Mach das nicht noch einmal. Wähle nicht den falschen Pool. Wow, wenn es so heiß ist, ist es toll, schwimmen zu gehen. Das Wasser ist ausgelassen, Kinder. Oh. Nein! Wie können wir dann schwimmen? Das ist die neue Erfindung von Dr. Cat. Oh. Es ist magisch. Jetzt können sie frei schwimmen. Hey, wer hat dir erlaubt, das zu nehmen? Wulfu und Pando haben nicht um Erlaubnis gefragt, sondern es einfach benutzt. Das ist doch nicht richtig. Lass uns das in Limonade verwandeln, damit wir schwimmen und gleichzeitig trinken können. Oh nein! Die Zauberpistole hat Probleme. Dadurch steigt der Wasserspiegel immer weiter an. Extrem gefährlich. Und das ist die Folge davon, dass man willkürlich die Sachen anderer Leute benutzt. Nehmt etwas zu trinken, Kinder. Was ihr getan habt, war wirklich unanständig. Es tut mir leid, dass ich deine Sachen benutzt habe, ohne zu fragen. Räumt jetzt auf, Kinder. Nein! Im Bus verloren. Heute werden Mama Wolf, Wulfu und Lucy mit dem Bus nach Hause fahren. Oh, wie bringt man das Baby dazu, nicht mehr zu weinen? Warum führst du nicht etwas auf? Diese Vorstellung ist so gut. Hallo, Wulfu. 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 Und jetzt hat Wulfu gemerkt, dass er sich verlaufen hat. Oh nein! Wulfu! Wulfu! Was
soll Wulfo jetzt tun? Aha, welche Idee hat Lucy? Was für eine kreative Idee. So weiß Wulfo, dass wir nach ihm suchen. Ich bin's. Ich bin Wulfo. Wulfo. Du musst dich an uns Erwachsene halten und nicht alleine aus dem Bus steigen. Es tut mir leid, Mami. Ich werde das nicht wieder tun. Dank mir bist du gefunden worden. Sicherheitstipps für den Kinderwagen. Das war die Zeit, als Wulfo 3 Jahre alt war. Und er war so aufgeregt, als seine Mutter ihn ins Einkaufszentrum gehen ließ. Warte eine Minute. Hey, Wulfo, hast du vergessen, was deine Mutter dir gesagt hat? Nicht sicher, so schnell zu fahren. Außerdem hast du vergessen, den Sicherheitsgurt zu schließen. Bleib hier bei Lucy. Ich muss auf die Toilette gehen. Aha, all diese modernen Spielzeuge. Wie kann Wulfo da widerstehen? Wow. Oh nein, das ist gefährlich. Du musst ein Auge auf Lucy haben, wenn sie auf dem Kinderwagen sitzt. Sie könnte herunterfallen. Es tut mir leid. Lass mich eine Tasche für dich tragen. Ist schon gut. Ich kann sie alle tragen. Gib mir nur eine. Nein, tu das nicht. Diese schwere Tasche kann den Kinderwagen umkippen. Und dann wird das Baby verletzt. Ich hab's, Mami. Ich trage sie für dich. Wulfo, schnall dich an. Nun, das ist die Zeit, als Wulfo 3 Jahre alt war. Wow. Lucy liebt Wulfos Spielzeug auch. Okay, los geht's. Warum habt ihr beide euch nicht angeschnallt? Aber wir können nicht mit angelegtem Sicherheitsgurt spielen. Die Babyschalen und Sicherheitsgurte sind wirklich notwendig. Kennst du den Grund dafür? Oh, es ist zu gefährlich. Denkt daran, euch immer anzuschnallen, wenn ihr im Auto sitzt.
Papa, Lucy hat ihn die Windel gemacht. Kannst du sie auf den Schoß nehmen, bis wir bei Opa sind? Ihr Sitz ist nass. Lucy, fang sie! Fang sie! Wulfu, bleib ruhig! Oh mein Gott! Weil er so vertieft in das Spiel mit dem schönen Schmetterling war, hat Wulfu nicht auf die Ermahnung seines Vaters geachtet. Oh nein! Sich nicht anzuschnallen ist extrem gefährlich! Ich werde es nie wieder tun, Papa. Die Regeln des aufblasbaren Spielhauses. Heute sind Wulfus Vater und die Kinder in ein aufblasbares Spielhaus gegangen. Alle sehen so aufgeregt aus. Oh, warum ist Herr Zebra so in Panik? Junge, bring kein Essen mit rein. Naja, wenn wir Essen mitbringen, wird es die anderen beeinträchtigen. Oh. Ja! Lasst mich euch helfen, sie zu halten. Ah, Panda versteckt also immer noch Kaugummis. Hey, schau mir zu! Oh mein Gott! Was ist los, mein Sohn? Oh nein! Oh, es ist meins! Iss nicht, wenn du wieder spielst. Ja, denkt daran, diese Regel zu befolgen. Bye bye. Wow, ich springe so hoch. Schau mir zu. Wow. Oh nein. Geht es dir gut? Hier im aufblasbaren Spielhaus sind keine Schuhe erlaubt. Es tut mir leid, ich bin so nachlässig. Gute Arbeit! Denkt daran, keine Brille zu tragen, wenn ihr in einem aufblasbaren Spielhaus spielt. Ja! Machen. Oh nein! Was ist passiert, dass Lehrerin Cat so in Panik geraten ist?
Unsere Schule ist überschwemmt. Hilfe! Hilfe! Wenn eine Flut kommt, müsst ihr euch in Sicherheit bringen. Was ist, wenn das Wasser drinnen steigt, bevor wir rauskommen? Kannst du für Wulfo antworten? Bitte! Oh, was wird Wulfo jetzt tun? Schau, der Schatz des Alien erzeugt Regen und Überschwemmungen. Genau wie in der Realität. Hilf uns hier raus! Hilf mir! Kommt her! Aber nein, der Regen war zu stark, sodass das Klassenzimmer überflutet wurde. Oh nein! Alien, schalte die Regenwolke aus! Keine Sorge, sie hat einen Rückwärtsknopf. Nein! Oh nein! Nein! Siehst du, wenn du nicht höher klettern kannst, musst du schnell an einen trockenen Ort rennen. Siehst du, was du mit der Überflutung der Schule angerichtet hast? Es tut mir leid, dass ich Ihnen das Gerät geliehen habe. Jetzt lasst uns unsere Schule aufräumen. Und denk daran, sei nicht unartig im Klassenzimmer. Sei nett im Schwimmbad. Bist du bereit, mit Wulfo schwimmen zu gehen? Schau dir meine Luftmatratze an. Können wir sie ausprobieren? Nein. Aha, Wulfo und Pando sind misstrauisch. Geht weg, Jungs! Stopp! Du störst alle anderen! Es tut uns leid. Wir können ja unsere Schwimmflügel benutzen. Oh, Wulfo hat sich wohl etwas anderes ausgedacht. Wulfos Fantasie ist so interessant. Ist die Idee mit dem Regenschirmboot deiner Meinung nach machbar? Pass auf dich auf, okay? Das ist nicht in Ordnung. Hilf mir! Hilf mir! Du solltest nur Schwimmzeug mit ins Wasser nehmen. Wirf auch keine Sachen in der Nähe des Schwimmbeckens herum. Verstanden? Ich hab's verstanden. Wie viele Sicherheitstipps gibt es im Schwimmbad, Leute?
Kinder! Unterirdisches Schwimmbad. Es ist so heiß. Ich werde nach Hause gehen. Auf welche Idee ist Wulfo gekommen? Molly, komm wieder her. Okay. Wie wär's mit deinem unterirdischen Pool? Ja. Wow, die Kinder geben sich sehr viel Mühe mit der Idee eines unterirdischen Schwimmbades. Hey Molly, kann dein Papa uns helfen? Okay. Wird Mollys Vater ihnen helfen können? Wie kann ich helfen? Das Wasser ist so schmutzig. Unterirdisches Becken, eine gute Idee. Ich werde euch helfen. Dank Mollys Vater sind die Ideen der Kinder noch perfekter. Fantastisch! Scheint, als bräuchten wir mehr Pools. Ja! Wulfos Idee mit dem unterirdischen Schwimmbad ist so kreativ, oder? Der Bau eines Poolfahrzeugs ist keine gute Idee. Wow, Opa Wolf hat ein schönes neues Auto. Wow. Ich habe dieses Auto bei einem Wettbewerb gewonnen. Cool. Es ist heiß. Lasst uns reingehen. Ja. Lucy, komm her! Was kann Wulfo sehen? Cool! So können wir mit dem Auto fahren und werden nicht heiß. Na ja, das Poolauto ist doch eine gute Idee, oder? Cool! Komm schon, komm schon! Lucy! Ja! Stopp! Was ist denn los? Wir wollen uns nur ein Pool-Cabrio machen. Ich verstehe, aber es ist nicht so, wie es aussieht. Ein Auto hat viele elektrische Teile. Wenn du Wasser hineinschüttest, wird alles kaputt. Wir haben es verstanden. Sei nicht traurig. Wir können alle gemeinsam fahren. Aha.
Wulfu, zieh deine Schwimmflügel an. Heute wurden Wulfu, Panda und Cat von Lehrerin Cat an einem schönen sonnigen Tag an den Strand gebracht. Leute, schaut mal dort. Wenn ich den Fischschwanz anziehe, kann ich vielleicht wie ein Fisch schwimmen. Wow, dank des Fischschwanzes kann Panda sehr schnell schwimmen. So konnte Panda Wulfu und Cat leicht retten. Toll! Lasst uns wetteifern, wer schneller schwimmen kann. Komm, wir kaufen es! Wahnsinn! Lass mich zuerst gehen. Ja! Oh je! Wulfu? Hör auf! Wulfu, das kannst du beim Schwimmen nicht anziehen. Aber das kann mir helfen, wie ein Fisch zu schwimmen. Dann brauche ich den Schwimmer nicht mehr. Nein, der Schwanz wird dir nicht beim Schwimmen helfen. Es ist gefährlich, ohne Schwimmflügel zu schwimmen. Oh nein, es stellt sich heraus, dass der Fischschwanz gar nicht so nützlich ist, wie Panda sich das vorgestellt hat. Es ist so gefährlich. So ist es richtig. Also vergesst nicht beim Schwimmen die Schwimmflügel anzuziehen. Und dieses Fischkostüm ist nur zum Spielen, nicht zum Schwimmen. Ich kann also nicht so schnell schwimmen wie ein Fisch. Es ist möglich, Kinder. Aha. Wulfu! Wulfu! Wulfu, bitte verlass unsere Familie nicht. Wulfu! Es tut mir leid. Warte! Oh je. Komm her! Wulfu hat sich also entschieden, seine Familie zu verlassen. Lucy, lass uns zu Abend essen. Oh, warum scheint Lucy so wütend auf Wulfu zu sein? Bitte! Ich habe heute aus Versehen etwas zu wenig gekocht. Hier, nimm etwas von meinem, Wulfu. Dankeschön! Es tut mir leid. Oh je! Sieht so aus, als würde Wulfus Decke bis heute Nacht nicht trocknen. Schau. Wulfu! Hallo, Mami Boo! Wulfu, du wirst uns wieder verlassen, nicht wahr? Was ist los, Lucy? Mein Gott, es stellte sich heraus, dass Lucy dachte, Wulfu hätte die Familie verlassen. Lucy! Ah,
Hallo? Okay. Oh nein, die Statisten, die arme Familie spielen, haben es nicht rechtzeitig geschafft. Oh nein. Hallo? Hallo? Ja. Können wir Sie bitten, sich zu melden? Es tut mir leid, dass ich dich missverstanden habe. Okay. Tatsächlich bin ich am Ende des Films noch zu Mami und Papi zurückgegangen. Ich! Mami! Papa! Wulfu! Kinder, Familie ist doch immer das Beste, oder?